Willkommen zurück bei Brave. Wir sind beim letzten Gegner, beim letzten Säulengegner. Es ist so ein Steineschmeißer. Es ist schwieriger, als es aussieht, aber ich denke mal, wir werden das hinbekommen. Wir müssen das nur ein bisschen taktisch anstellen. Dann sollte das möglich sein. Ey, die Vögel, die sind aber auch echt kacke. Die sind einfach kacke. Kann man nicht anders sagen. Ah! Oh nein, Vogel. Du hast schon wieder mein perfektes Leben zerschmettert in der Luft. Mit deinen ekligen Klauen. Mit deinen widerlichen Klauen, du Vogel. So, komm, dann greifen wir mal den da oben an. Ne, den Vogel erstmal, den Vogel. Aua. So, die Vögel sind an sich nicht stark. Die sind wirklich nicht stark. Wie komme ich jetzt an den oben ran? So. So, der ist down. Ich habe schon wieder kaum Leben mehr. Du musst halt auch wirklich auf jede Seite achten. Das ist brutal. Und meistens sind wirklich die kleinen Viecher, wie die Vögel zum Beispiel, die schlimmsten. Die machen wenig Damage, aber sie machen Damage, weil sie an mich rankommen. Man achtet hier eher auf die größere Fraktion. Diese Speerwerfer, diese Steinewerfer und ignoriert dann die Vögel und die killen einen schlussendlich. So, komm schon, der ist auch down und jetzt noch den da. Dann werden wir eine Stufe weiter oben. Nee, doch noch nicht, aber gleich. Kann ich mir den rankrallen? Dankeschön. So. So, der ist wieder mal runtergeflogen. Wenn die Feinde runterfliegen, das ist immer so geil. Muss man gar nichts machen und sie sterben. Ey, wie viele Vögel kommen denn hier? Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie in diesem Spiel eine Ausnahme gemacht haben und plötzlich sagen, ey komm, eine unendliche Welle wäre doch fett. Normalerweise hat die Welle immer früher oder später aufgehört. Immer. Es kamen nie unendlich viele Gegner. Lass mich schon wieder verdrängen. So, der da oben, der da unten, der kriegt schon sein Fett weg. Boah, hier könnte man so genial Geld farmen. Leider kommt man sehr schlecht an das Geld ran. Aua, aua, da hat mich das noch erwischt. So, Treppe weiter hoch. Aber es leert sich wirklich so ein bisschen, oder? Kommt mir das nur so vor? Es leert sich doch ein bisschen. Aua. Da, Alter, das ist doch unfair. Das ist einfach nur unfair. Da hat man ja nicht mal eine Chance umzudrehen. Solche Fickköpfe. Oh, jetzt das Ganze nochmal. Ey, diese Stufe da in der Mitte, das ist unfair. Von oben bist du angegriffen, von vorne bist du angegriffen, manchmal sogar noch von hinten. Das ist doch kacke.
Ja, sieht ja, wie viele Vögel sind hier gleich mal. So. Oh, verdammt. Gehen halt auch nicht auf die Feinde, auf denen ich sie haben möchte. Die Minions. Beziehungsweise nur bedingt. Nur bedingt gehen sie auf die Feinde, die ich haben möchte. So, eine Etage weiter, bitte, einmal, dankeschön. Und jetzt ausweichen, 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 ausweichen und immer schön Minions hinterher schicken. Dann sollte das doch machbar sein, diesen Drecksvogel da onhitten wir locker easy aus dem Handgelenk raus, wie wir es auch sonst immer machen. Vor allem in Spielen wie zum Beispiel Fortnite. Aua, 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 viel zu viele Steine und Speere und was weiß ich nicht alles. Geh weg, Vogel. Ey, wieso springen die Minions denn immer runter? Explodiert doch mal bitte bei denen hier, da wo ich euch hinschicke. Dankeschön. So, der ist down, der da oben kommt, da kommen wir auch ran. Vielleicht können wir uns dann eine etwas bessere Base aufbauen da in der Mitte. Als gerade eben. Die versuchen echt immer andere Feinde zu erwischen als ich. Mann, Minions, ich hab euch gemocht. Versaut das jetzt nicht. Versaut das jetzt nicht, Minions. Ihr seid meine einzige Hoffnung. So ist da unten jetzt vor allem nochmal so einer. So ein Steineschmeißer. Boah, ich komme auch gerade wieder voll mit dem Knöpfe drücken durcheinander. Ich springe manchmal, wenn ich gar nicht springen müsste. Und schieße, wenn ich nicht schießen müsste und so weiter. So, der da oben ist down, jetzt fehlt nur noch der da unten, also der Mitte, gell? Und dann sollte unser Weg nach oben geebnet sein, glaube ich, hoffe ich. Oh! Alter, der ist verrückt. Der Alte ist verrückt da oben. Der ist einfach hart am verrückt sein. Hier, frisst das. Bis meine Minions. Aber lass mich in Ruhe. Ey, hier greift er mich gar nicht an, oder? Habe ich hier einen Trick gefunden, wie ich ihn besiegen kann, ohne dass er mich angreift? So, komm schon. Noch ein paar von denen hier. Dann sollte der doch down sein. Ich weiß nicht mal, ob er Schaden bekommt. Das ist das Problem. Das ist, die Lebensanzeige ist so hinter seinem Bein. Ihr seht es selbst. Doch, er kriegt Schaden, oder? Doch, er ist fast down. Er kriegt auf jeden Fall Schaden. Er sitzt gleich down. Ja, sehr schön. Und jetzt vermutlich kommt der Bär noch, den wir mit unserer Mutter besiegen müssen.
Aber ich bin mir unsicher. Vielleicht war es das auch schon. Das war's. All that was keeping Mordu alive was his curse. His anger and darkness. With the last of those creatures defeated, Mordu vanished into the wind. His cursed soul released. No, there are no wee wishes. And there are no small battles either. But the journey was worth it. I defeated Mordu. I stopped his wicked blight and I restored the kingdom. But even more than that, I learned there are bonds that should not be so easily torn apart. I'm Merida, and I'm still my father's daughter, but I understand now that I'm a mother's daughter as well. Bravery, battle, adventure, they're nothing without sacrifice, duty, and responsibility. It's a lesson that served me well as the future Queen of Dumbrock. But that's a story for another time. Wir haben's. Wir sind durch in dem Spiel. 150G haben wir noch dazu bekommen. Wie gesagt, wir spielen das Spiel auf jeden Fall auf 100 durch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir noch brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch was. Das werde ich dann Zeit für Zeit auch noch per Videos raushauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Also ich fand es ziemlich gut. Für ein eigentliches Kinderspiel und für das, dass es kostenlos war bei Xbox Live Games with Gold und es dementsprechend alt ist, es ist ein 360-Spiel, fand ich es echt gut. Es war technisch ziemlich gut, es war an manchen Stellen fordernd, manchmal war es sogar unfair. Hatte alles drin, was ein gutes Spiel braucht, also wer einfach mal ein bisschen alleine vor sich hin daddeln will, vielleicht sogar Trophäen sammeln will, Erfolge sammeln will, ich kann es nur empfehlen, auch wenn es sehr viele komisch fanden. Ich habe öfters die Nachricht bekommen, ey, was spielst du da für einen Quatsch? Oder das Spiel ist mega komisch. Es ist, dachte ich am Anfang auch, es ist aber wirklich cool. Es macht Spaß. Wir lassen jetzt noch die Credits durchlaufen. Und wie gesagt, Zeit für Zeit kommen dann noch Videos, wie wir das Spiel auf 100% durchrattern, auf 1000G, auf 1000 Gamerscore. Und ja, dann werden wir sehen, was nachrutscht für dieses Spiel hier. Ich meine, zurzeit habe ich ja zwei laufen, Brave, also das hier, und A Way Out. Ich möchte auch, glaube ich, nicht mehr über zwei Let's Plays gehen, da es wirklich in Stress ausgeartet ist, vier Let's Plays pro Tag zu machen. Deshalb, ich glaube, zwei ist eine gute Zahl. Und da vielleicht so ein bisschen Mischung reinbringen. Deshalb werden wir schauen, was für Brave nachrückt. A Way Out, das ist zurzeit auch ein bisschen schwierig mit raushauen und so weiter. Da müsst ihr mich entschuldigen. Ja, aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wie gesagt, solange wir das noch nicht auf 100% haben, wird auch nichts nachrücken, weil wir das erst auf 100% bringen. Und dann können wir uns um was Neues kümmern. Aber jetzt lassen wir noch eben kurz die Credits durchlaufen, weil ich finde, die Leute haben es auch wieder mal sehr verdient. Die haben super Arbeit geleistet. Und so wie das Ganze aufgebaut ist, haben auch gar nicht so viele mitgearbeitet, aber ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, allein vom Aufbau her. Ich meine, wo hat es so lange gedauert? Bei Superhot. Da haben sehr viele mitgearbeitet, obwohl ich das niemals erwartet hätte. Niemals. Bam, 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 bam. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, wie ihr es empfunden habt und ob ihr euch vorstellen könntet, das selber zu kaufen, selbst zu spielen. Schreibt einfach mal alles in die Kommentare, würde mich echt interessieren, die Meinung. Ich weiß ja, dass Austria Blaze jede Folge reingezogen hat. Danke auf jeden Fall speziell an dich mal. Vielen Dank, du hast immer Kommentare geschrieben, immer geliked, immer die Folge angeschaut.
Man braucht mehr solche Zuschauer wie dich auf jeden Fall. Aber auch natürlich danke an diejenigen, die einfach so ab und zu mal eine Folge angeguckt haben, Teil einer Folge. Natürlich braucht man auch Leute wie euch. Vielen Dank dafür. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass das Spiel nicht komplett an allen vorbeigegangen ist, weil das hatte ich auf dem Kanal auch schon mal. Da hat sich dann niemand für das Let's Play interessiert und das ist echt schade. Jetzt auch bei Amnesia 2, da wurde sehr wenig geschaut. Bei Amnesia 1 war es schon eher, aber Amnesia 2 ist irgendwie dann auch mehr oder weniger an allen vorbeigegangen. Aber das hier hat echt auf mehr Ohren, ist auf mehr Ohren, auf offene Ohren gestoßen als einige andere bekannte Spiele. So, komm schon, so viele können da doch gar nicht mehr mitgearbeitet haben. Production, VP, Worldwide Marketing and Franchise. Ja, wir sind schon beim Marketing, das dürften jetzt eigentlich nicht mehr so viele sein. Featuring the English Voice Talents of, featuring the French Voice Talents of, featuring the Spanish Voice Talents of, Middleware, Bing und jetzt müssten wir am Ende sein. Ja. So, an dieser Stelle nochmal, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wir spielen das noch auf 100% durch, sprich 1000 von 1000 G. Wir können jetzt auch gerade nochmal kurz reinschauen. Da fehlt uns noch 195, wenn ich mich jetzt nicht komplett scheiße verrechnet habe. Hier noch ein paar Gegner bestimmt killen und kaufe alle Verbesserungen. Das wird, glaube ich, das zeitaufwendigste. Aber wir schaffen das. Schließe ein Level ab, ohne dein Schwert zu verwenden. Das dürfte auch möglich sein. Ich denke, das ist kein Problem mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Brave wieder, wenn es heißt Road to 100%. Bis dann. Ciao.